Zum dritten Mal in der EM-Geschichte heißt das Herrenfinale Deutschland gegen Weißrussland. Salü und herzlich willkommen zur zweiten Teamentscheidung in Ostrava. Begrüßt Sie René Adler. Und den Auftakt machen Wladimir Samsonow jetzt gleich aufschlagend für Weißrussland, der Weltranglisten Siebte, und der Deutsche Christian Süß. Das Damenfinale hatten zuvor die Niederländerinnen gewonnen, zum dritten Mal in Folge. Boll, Süß und Patrick Baum wollten die vierte Goldmedaille in Folge für die deutsche Mannschaft sichern. Also nicht wie in vielen wichtigen Matches der vergangenen 3-4 Jahre. Dimitri Ovtcharov, derjenige, der gegen den Spitzenspieler des Gegners zunächst ins Rennen geschickt wurde. Ovtcharov war ja gestern im Halbfinale gegen Frankreich umgeknickt im Auftakteinzel. Zog sich eine Verletzung zu, eine Sehnenverletzung am Sprunggelenk. Musste auch den Einzelwettbewerb streichen. Wird morgen nach Hause reisen. Zu Mama und Papa nach Niedersachsen. Sich da erstmal ein bisschen erholen und bekochen lassen. Und nach ungefähr 3 Wochen Pause wird er dann wahrscheinlich das Training wieder aufnehmen können. Heute natürlich beim Finale mit dabei in der Box Dimitri Ovtcharov. Ah, bisschen Pech dafür Christian Süß, der zum 7. Mal gegen Wladimir Samsonow in den Ring steigt und in den 6 Matches zuvor zusammen nur einen einzigen Satz gewonnen hatte. Ah, der stand zu hoch. Gerade im Kurz-Kurz-Spiel, da war ihm Samsonow in den bisherigen Vergleichen immer deutlich überlegen. Und die Ballsicherheit von Wladi war einfach höher als die von Christian Süß. Er ist häufig an den Weißrussen verzweifelt. Süß, obwohl er wirklich sich in den letzten, vor allen Dingen 1-2 Jahren, deutlich verbessert hat in vielerlei Hinsicht. Nicht umsonst mittlerweile schon die Nummer 21 der Welt. Samsonow aktuell auf 7 der Weltcupsieger. Ja, das war eine gute Kombination von Krille und Jörg Roskopf, der vor dem Turnier klipp und klar gesagt hat, alles andere als eine erneute Goldmedaille in der Mannschaft wäre eine Riesenenttäuschung. Das ist keine Arroganz, sondern einfach eine realistische Aussage gewesen. Und an dieser Einschätzung hat sich durch die Verletzung von Ovtcharov auch nicht grundlegend was verändert. Ausgleich zum 4-Ball für Christian Süß. Die Taktik von Christian Süß ist hier schon in den ersten Ballwechseln immer mal wieder, da haben Sie gerade oft darauf gesehen auf der Bank, immer mal wieder zu erkennen. Ein wichtiges Mittel, er wird Samsonow häufig versuchen, in Rückhand-Rückhand-Duelle zu verwickeln. In diesem Rally der Weißrusse mit dem besseren Ende für sich. Ja, und das ist das Spiel von Wladimir Samsonow. Große Spielübersicht, verteilt die Bälle wunderbar, nutzt die ganze Länge und Breite des Tisches aus. Hauptsächlich Spielerinnen und Spieler im Publikum. Traurig aber war die Zuschauerresonanz in Ostrava eine
Katastrophe. Zwei Punkte gewinne jetzt zum 8:6 für Samsonov. Ja, genau vor einem Jahr, da war das noch völlig anders. Da stand Deutschland im EM-Finale von Stuttgart gegen Dänemark. Ausverkaufte Porsche Arena, über 6.000 Zuschauer. Aber es liegt nicht etwa an der Sportart, sondern, das muss man immer wieder betonen, daran, wo diese Turniere ausgetragen werden. Und da ist die Vergabepolitik des Europäischen und auch des Weltverbandes teilweise haarsträubend. Ja, die ganz große Sicherheit auf der Rückhandseite von Christian Süß in diesem ersten Satz noch nicht erkennbar. Er geht hohes Risiko und das ist auch richtig, dass er das macht. Das angedeutet, weil die Grundsicherheit von Wladimir Samsonow so hoch ist. Muss Christian Süß viel riskieren. Dafür ist er im ersten Satz noch zu selten belohnt worden. 7:11 aus Sicht des Deutschen in Durchgang Nummer 1 gegen Wladimir Samsonow. Das geht also erstmal genauso weiter, wie es in den 6 Partien zuvor war zwischen diesen beiden. Ein einziger Satzgewinn in 6 Matches für Christian Süß, das ist wirklich eine gnadenlos schlechte Bilanz. Die gilt es zu verbessern. Ob das wohl klappt, gleich geht's weiter. Da ist immer Kick drin, ne? Versuch anzufangen. Flip in Nämlich mit dem Sprung in Satz Nummer 2, den Christian Süß eröffnet. Kantenball für Christian Süß, von den Schiedsrichtern zunächst nicht erkannt, aber jetzt der Punkt für ihn gewertet. Und das 2:0 hinterher. Samsonov noch ungeschlagen in diesem Mannschaftsturnier. Bis auf das Viertelfinale gegen Tschechien, das die Weißrussen mit 3:1 gewannen, ging jedes ihrer Matches ins alles entscheidende 5. Einzel. 2 davon gewannen sie in der Vorrunde, 1 verloren sie, wurden hinter Frankreich Gruppenzweiter. Fulminanter Start in den zweiten Satz für Christian Süß, der nach der Absage von Dmitri Ovtcharov jetzt sogar der dritthöchst dotierte Spieler im Einzelturnier sein wird. Hinter Boll und Samsonov. Alexander Pietkiewicz, der weißrussische Nationaltrainer. Christian Süß wunderbar aus der Bedrängnis befreit in diesem Ballwechsel. Samsonov sehr, sehr aggressiv. Das hatte ihn im gesamten Turnierverlauf schon ausgezeichnet. Das ist ja immer mal wieder so das Manko des Weißrussen, dass er Phasen hat, in denen er dann doch zu vorsichtig, zu passiv, manchmal sogar ein bisschen phlegmatisch agiert. Diesen Vorwurf brauchte er sich in diesem Turnier bisher noch nicht gefallen lassen. Spielte überzeugender, bisher sogar als
der deutsche Timo Boll, obwohl der auch noch kein Spiel verloren hatte. Der auch viele, viele Jahre bei Borussia Düsseldorf gespielt, dem Club, für den alle drei deutschen Spieler, die heute am Tisch stehen, in dieser Saison aufschlagen. Er hat das Spiel jetzt mal schnell gemacht. Also, Samsonov scheint auch davon überzeugt zu sein, dass er in den Rückhand-Rückhand-Duellen die Oberhand behalten kann. Habe ich so das Gefühl. Der Mannschaftskollege in dieser Saison von Dimitri Ovtcharov bei Fackel Orenburg in Russland, Nummer 1 gesetzt, top gesetzt in der Champions League, vor Titelverteidiger Düsseldorf. Ja, klasse Rückhand von Christian Süß, ein bisschen natürlich auch begünstigt in der Situation 7:3. Das schaut doch schon ganz gut aus im zweiten Durchgang. Süß könnte der Gegner von Timo Boll im Halbfinale des Einzelwettbewerbs sein. So hat es die Auslosung ergeben. Und Vladi kann verkürzen. Na, erste kleine abwinkende Geste. Ja, Dr. Sabine Arendt, das ist jetzt ihr letztes Turnier als Mannschaftsärztin des Deutschen Tischtennisbundes. Und sie hatte mehr zu tun, als ihr lieb war. Vor allen Dingen seit gestern Abend, aber alle medizinischen Künste haben das Wunder bei Dimitri Ovtcharov dann doch auch nicht bewirken können. Die Kernspin-Tomographie ergab ganz klar, die Verletzung ist zu schwerwiegend, da muss es eine Pause geben. Und Samsonov hat sich bis auf einen Punkt herangearbeitet. Unzufrieden, Christian Süß. 7:3 hat er schon geführt, hat da einen ganz weichen Vorhand-Topspin versucht. Geht knapp über den Tisch. Ja, die gute, schnelle Aufschlagvariante von Süß. Das habe ich gestern noch so ein bisschen vermisst gegen Frankreich. Obwohl das ein wirklich ansehnliches Duell war gegen den erfahrenen Christophe Le Goux. Aber gerade diese Aufschlagvariante ist ein Markenzeichen von Süß. Mit einer sehr hohen Erfolgsquote. Bewegt sich gut heute, Süß.